in den ersten 6, 7 Wochen der Regierungsarbeit konnte viel weitergebracht werden. Wir konnten ja feststellen, dass die letzten Jahre unter einer Rot-Schwarz-Regierung einen Stillstand vorgeherrscht hat. Und zu den Tatsachen, die heute beschlossen wurden, kann man nur sagen, man kann sich nur freuen darüber, wenn wir endlich mehr Polizei bekommen, endlich mehr Planstellen bekommen, die letzten Jahre eben nicht erhöht wurden. Im Gegenteil, es gab einen natürlichen Abgang und der wurde nicht einmal kompensiert. Und heute wurde im Ministerrat beschlossen, dass es mehr als 4.000 Planstellen mehr geben wird. Und das, was den Asylbereich betrifft, eine Erweiterung der sicheren Herkunftsländer beschlossen wurde, Beispiel Ukraine oder Armenien. Das heißt, dass die Asylverfahren effizienter gestaltet werden können. Und ich sage Ihnen, es ist ganz wichtig, dass das Asylwesen insgesamt effizienter und gerechter gestaltet wird. Und das ist das große Anliegen der Bundesregierung, dass eben auch Leute, die illegal hier sind, rückgeführt werden können, aber dass Leute, die wirklich verfolgt werden, auch ein faires Verfahren bekommen.